Wir haben heute auf dem Innovation Campus der DKE über die All Electric Society Vision gesprochen. Und die schöne Erkenntnis war, es geht nur gemeinsam. Organisationen müssen zusammenarbeiten und das Intro von Präsidenten von VDE und DIN haben gemeinsam sich committed, wir ziehen an einem Strang. Wir brauchen keine Eitelkeiten mehr, wir müssen die überwinden und wir müssen gemeinsam diese Vision in die Praxis umsetzen. Und selbst die Politik hat am Schluss bestätigt, dass das unterstützenswert ist und dass wir letztendlich alle an einem Strang ziehen wollen und vor allem, indem wir die junge Generation integrieren. Also ich war wieder in dem Workshop für die Young Generation und ich glaube, was wichtig ist, eine Willkommenskultur hinbekommen. Das heißt, den Mindset in den Normenausschüssen. Wir heißen nicht nur die jungen Leute willkommen, sondern wir wollen ihre neuen Ideen mit integrieren. Ich fand das ganz schön, dieses nicht ja aber, sondern ja und. Das heißt, warum tun wir es nicht? Wie müssen wir es tun? Das heißt, offen sein für neue Ideen. Ich hatte mal eine ISO-Generalversammlung in Berlin 2017, die hatte das Motto Open-Minded, Open for Change. Und das gilt heute noch genauso wie damals. Und es lässt sich wunderbar auf das Thema anwenden, wie kriegen wir eine All-Electric Society hin oder wie kriegen wir junge Leute für Normung begeistert. Und vor allem, wenn sie dann den Weg in die Normung finden, wie halten wir sie? Ich mache es mal ganz einfach. Es waren die richtigen Leute da, es waren die richtigen Aspekte. Es war ein richtiges Format, es war ein interaktives Format. Also mir hat es sehr gut gefallen.